Drei Länder, drei Journalisten, dreimal Gusenbauer. Drei Addendum-Reporter begeben sich auf die internationalen Spuren von Alfred Gusenbauer. Welche Geschäfte betrieb der Ex-Kanzler? Bei wem lobbyierte er? Sie haben diese ehemaligen Politiker gefunden, um damit eine Image-Waschmaschine anzuwerfen. Und warum interessieren sich Aufdecker-Journalisten europaweit für den ehemaligen Parteichef der Sozialdemokraten? Es gibt spezielle Gesetze auf Malta, die es Glücksspielfirmen hier einfacher machen. Wir folgen der Spur des Geldes rund um Alfred Gusenbauer, zu den Goldminen Rumäniens, vor das Parlament der Ukraine und ins Steuerparadies Malta. Die erste Station unserer Europa-Rundreise ist Malta, das südlichste Land der Europäischen Union. Es beeindruckt nicht nur durch eine pittoreske Altstadt, sondern auch durch ein besonders günstiges Klima für Geschäftemacher aus dem Ausland. Im Steuerparadies im Mittelmeer müssen Firmen nur 5% Steuer zahlen, fünfmal weniger als in Österreich, wenn sie es geschickt anstellen. Malta hat 25% Körperschaftssteuer für Firmen. Aber wenn eine Firma ausländische Eigentümer hat, kann sie eine Steuerrückzahlung beantragen. Das bedeutet, dass ausländische Firmen hier in Malta tatsächlich nur 5% Steuern zahlen. In diesem unscheinbaren Bürogebäude am Stadtrand haben wir eine prominente Verbindung nach Österreich entdeckt. Wir stehen hier in einem Industriegebiet 15 Minuten entfernt von der maltesischen Hauptstadt Valletta. Hinter uns befindet sich die Zentrale des Unternehmens Alter Domus. Alter Domus betreut unter anderem maltesische Offshore-Firmen ausländischer Kunden und stellt denen auch gleich eine Adresse zur Verfügung. Eines jener Unternehmen, das hier zumindest auf dem Papier seinen Sitz hat, ist die Novia Management Limited. Die Novia wurde 2014 gegründet. Das Spannende daran: einer der Direktoren war 4 Jahre lang Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer. Erst kürzlich wurde er aus dem Firmenbuch gestrichen. Die Novia sollte im Glücksspielbereich Fuß fassen, hat das allerdings nicht geschafft. Seit kurzem befindet sie sich in Liquidation. Nunmehr einziger Direktor der Novia ist Ex-SPÖ-Berater Thal Silberstein. Mit dieser Firma wollte der ehemalige SPÖ-Wahlkampfberater Thal Silberstein groß ins Glücksspielbusiness einsteigen. Sein Freund Alfred Gusenbauer sollte helfen. Was folgt, ist ein beispielloses Netzwerk an Firmen von den Niederlanden bis in die Karibik. Dass sich so viele Glücksspielfirmen in Malta ansiedeln, hat System. Jakob Borg ist Investigativjournalist bei der renommierten Times of Malta. Er recherchiert regelmäßig zu Firmen wie jener von Gusenbauer. Ich denke, es war 2006 oder 2007, als die damals regierende Partei es als gute Nische sah, die sie ausnutzen wollten. Auf der einen Seite gibt es die großen Steuervorteile hier, aber es gibt auch spezielle Gesetze auf Malta, die es Glücksspielfirmen hier einfacher machen. Wir fliegen weiter nach Rumänien, denn auch hier war Alfred Gusenbauer Geschäftsführer, wieder von einer Firma mit Thal Silberstein. Die Firma Novotalica saß lange Zeit am Rande von Bukarest, dort wo nun eine Tanzschule untergebracht ist. Die Novotalica wollte mit der rumänischen Lotterie ins Geschäft kommen, doch aus dem Millionengeschäft wurde nichts. Der Gusenbauer Freund Thal Silberstein ist in Rumänien hochaktiv, arbeitete auch für rumänische Politiker. Gegen Silberstein und den Diamantenhändler und Milliardär Benny Steinmetz erhob die rumänische Antikorruptionsbehörde Anklage. Journalist Attila Biro verfolgt das Gerichtsverfahren. Steinmetz und seinen Freunden wird Geldwäsche und organisiertes Verbrechen vorgeworfen. Der Ankläger wirft ihnen vor, einer Gruppe rumänischer Politiker aus Regierung und Verwaltung riesige Grundstücke illegal übertragen zu haben. Die zwei Geschäftspartner Silberstein und Steinmetz sind es auch, die mitten im Wahlkampf 2017 vor den israelischen Richter mussten und damit den Nationalratswahlkampf der SPÖ ins Chaos stürzten.
Busenbauer ist und dass er festgehalten nicht Beschuldigter dieser Verfahren. Aber er sitzt auch im Aufsichtsrat der kanadischen Bergbaufirma Gabriel Resources, an der die Steinmetzgruppe beteiligt ist. Hier in Rumänien wollte sie riesige Goldminen eröffnen. Nach massiven Protesten der Bevölkerung stoppte die rumänische Regierung aber das Projekt. Nun klagt Gabriel Resources, bei dem Gusenbauer seit 8 Jahren tätig ist, eines der ärmsten EU-Mitgliedsländer. Der Streitwert 4,4 Milliarden Euro. Die letzte Station unserer Reise, die Ukraine. Seit dem Fall der Sowjetunion ist das Land im Konflikt zwischen Europa und Russland gefangen. 2010 wurde Viktor Janukowitsch Präsident und wollte sein schlechtes Image in Europa und den USA aufpolieren. Ein US-Wahlkampfexperte und ein österreichischer Ex-Kanzler sollten ihm dabei helfen. In diesen Dokumenten wird erstmals deutlich, wie umfangreich die Tätigkeit von Alfred Gusenbauer für den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch tatsächlich war. Diese Akten stammen aus dem Strafprozess gegen Paul Manafort, den ehemaligen Wahlkampfberater von Donald Trump. In ihnen berichtet Manafort sehr deutlich, welche Politiker Alfred Gusenbauer getroffen hat und wie er sie im Sinne des ehemaligen ukrainischen Präsidenten beeinflussen wollte. Gusenbauer, so die Unterlagen, war der Anführer einer Gruppe an ehemaligen Staats- und Regierungschefs, darunter der ehemalige polnische Präsident Kwasniewski und der Italiener Romano Prodi. Mehr als ein Jahr lang trafen die Mitglieder dieser Gruppe, die von Manafort Habsburg-Gruppe genannt wurde, zahlreiche prominente Politiker in Europa und den USA. Einer soll es sogar zu einem Termin ins Oval Office zum damaligen US-Präsidenten Barack Obama geschafft haben. Der Auftrag? Imagepflege für Janukowitsch. Serhiy Leschenko ist Investigativjournalist und seit kurzem auch Abgeordneter im ukrainischen Parlament und hat mitgeholfen, die Tätigkeiten der Lobbyisten in der Ukraine aufzudecken. Das Ziel war, Janukowitsch in Europa und den USA herzeigbar und akzeptiert zu machen. Sie haben diese ehemaligen Politiker gefunden, um damit eine Imagewaschmaschine anzuwerfen. Mehr als 2 Millionen Dollar soll die Gruppe für ihre Image-Tour bekommen haben. Alfred Gusenbauer bestreitet sowohl die Höhe der Summe sowie die Behauptung, er sei der Anführer der Habsburg-Gruppe gewesen. Das Resultat war, dass einige europäische und amerikanische Politiker in den Regierungen und Parlamenten damals Illusionen in Bezug auf Janukowitsch hatten. Diese Illusionen, die von Gusenbauer, Prodi und anderen gemeinsam geschaffen wurden, ermöglichten es Janukowitsch, länger im Amt zu bleiben, mehr Geld aus dem ukrainischen Budget zu stehlen und der brutale Führer zu sein, der am Ende 100 Menschen am Maidan umbrachte. Bemerkenswert ist auch, dass sich die drei Altpolitiker auch ein Land weiter östlich engagiert haben. In Kasachstan waren Kwasniewski, Prodi und Gusenbauer die einzigen drei Mitglieder eines Beratergremiums für den kasachischen Autokraten Nursultan Nazarbayev. Gemeinsam trat man regelmäßig in Astana auf und lobte die Zusammenarbeit mit Europa. Drei Länder, drei hinterfragenswerte Tätigkeiten des ehemaligen Bundeskanzlers. Alfred Gusenbauer antwortete auf Anfrage schriftlich, er habe nie eine Geschäftsbeziehung zu Benny Steinmetz gehabt und habe keine aktuelle Geschäftsbeziehung zu Thal Silberstein. In Bezug auf die Malta-Firmen spricht der Ex-Kanzler von einem Freundschaftsdienst.